Davon jede 5 Minuten lang. Mein Tipp ans Publikum, nicht blinzeln, die Jungs sind nämlich blitzeschnell. Umut Schengen und Serkan Aksha. Zehn Jahre Altersunterschied. Umut ist 10 Jahre jünger als Serkan Aksha. Haben wir fast ein Generationenduell hier. Das ist die Frage, wie lange sie schon trainieren. Wenn der andere 10 Jahre länger trainiert, wäre das natürlich ein Riesenvorteil. Wenn sie gerade vor 2 Jahren angefangen haben, ist das was anderes. Ja, es ist immer schwierig, im späten Alter so einen Sport noch aufzugreifen. Man schaut sich mal CM Punk an. Ich habe mit 33 angefangen. Wow, dann auch noch eine Flying Triangle. Was ein spektakulärer. Und der sitzt. Der sitzt. Der hat den richtigen Armhebel. Winkel. Armhebel, das war's. Das war's. Einen krasseren Einstieg habe ich in den 2 Jahren, in denen ich hier kommentiere, noch nicht gesehen. Der kommt raus. Eine Schlagparade. Und anstatt es mit einem Schlaghagel zu beenden, springt er in die Triangle hinein. Wow, das will ich noch mal im Replay sehen. Das waren und ja keine 5 Sekunden. Er kriegt sie auch noch. Ein Flying Triangle ist ja schön und gut, aber ohne den Kimono an ist das nicht die. Wow, also. Die viel erfolgversprechendste Technik von allen. Aber meine Hochachtung, das muss man sich erstmal trauen und dann muss es auch noch klappen. Wow, das war wirklich, ich glaube, live das spektakulärste Finish. Und spektakulärste und schnellste Finish, das ich gesehen habe. Es tummeln sich jetzt auch unglaublich viele Leute plötzlich hier im Käfig. Das macht mich auch ein bisschen nervös. Ja. Oh, da ist ja nochmal das Replay vom Finish. Ja, da ist er hingegangen von einem Würgegriff zu einem Armhebel. Und da war es eigentlich aus. Da habe ich auch schon gesagt, okay, das wird es wohl gewesen sein. Weil der Stress, dieser wenige Sauerstoff, dann noch die Attacke des Armes, des Armgelenkes. Ich meine, man kann bewusstlos werden, Kämpfer wissen das. Bewusstlos werden ist nicht allzu schlimm, aber sich den Arm zu brechen bei so einer Aktion ist halt eben etwas nachhaltig, eine nachhaltige Verletzung. Ja, das muss auch nicht sein. Man muss wissen, wann es vorbei ist und aufgeben. Richtig, richtig Respekt zollen oder die, die einfach nur richtig geil waren. Den applaudiert man im Stehen und ich würde vorschlagen, das war so einer. Wow. Hannover kann sich wirklich freuen, so einen Kampf jetzt hier gesehen zu haben. Ich meine, lang war er ja nicht. Absolut nicht, aber das lag, wow. Ist aber schön zu sehen, dass die Zuschauer verstehen, was da passiert ist. Das spricht dafür, dass das Wissen über diesen Sport einfach wächst. Früher hätten die Leute gedacht, warum hat der jetzt aufgegeben? Der hat doch nur die Arme, die Beine um den Hals gehabt. Aber alle Zeit unterbrach den Kampf, der Sieg geht an Umut Schengen. Wow, spektakulär. Etwas, was man nicht alle Tage sieht.